willkommen in Ilias Welt mit Aren. Genau, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wie ihr seht, ihr wisst, worum es diesmal geht, und zwar um Weihnachten. Dieses Jahr Weihnachten war für uns echt komisch. Also ich war wirklich in der Früh, bin ich aufgestanden und es war für mich ein ganz normaler Tag. Ich war überhaupt nicht in Weihnachtsstimmung. Ich auch. Ich hatte aber auch keine Lust irgendwie auf Weihnachtslieder und auf Weihnachtsfilme. Ich glaube, einfach wegen Corona, weil das die ganzen Weihnachtsmärkte und so, dieses Feeling und dieser Geruch überall, dieses Zimt und so, das war dieses Jahr einfach überhaupt nicht da. Und das Eislaufen mit der Schulklasse, das war auch nicht da. Und in Wien, weil ich ja in Wien in der Schule bin, ist ja alles so wunderschön geschmückt und wir waren ja die ganze Zeit zu Hause. Da habe ich also nichts davon gesehen, außer unsere eigene Deko, die natürlich auch wunderschön war. Aber trotzdem war es nicht dasselbe Feeling. Also ich war wirklich bis zum Ende überhaupt nicht im Weihnachtsfeeling. Wir hatten ein kleines Ritual, wir sind ein bisschen rumgefahren, haben uns ein bisschen umgeschaut, was die Leute so dekoriert haben. Das war wirklich schön, weil wir hatten ja nicht die Chance, irgendwie in Wien spazieren zu gehen. Das war auch ziemlich nett, man konnte viel sehen. Dann waren wir auch noch kurz ein bisschen eine Kerze anzünden für unsere Verwandten und so, an die wir denken, und für uns selber zünden wir auch immer eine Kerze an, einfach nur, weil es ein Ritual ist, das wir jedes Jahr machen in so einer kleinen Grotte. Das ist wirklich sehr, sehr süß. Und dann waren wir zu Hause, haben schön gegessen und dann durften wir endlich ins Wohnzimmer kommen und da war ich dann in Weihnachtsfeeling. Aber noch nicht ganz, aber ein bisschen. Aber am 25. Dezember, dann war ich total in Weihnachtsstimmung. Ich weiß nicht warum. Kaum war Weihnachten vorbei, war ich total in Weihnachtsstimmung. Ich habe das meiner Mutter gesagt und meine Mutter hat mir gesagt, ja, immerhin bist du jetzt in Weihnachtsstimmung. Genau. Also das ist unser Baum. Ich finde ihn wirklich dieses Jahr mega, mega süß mit diesen kleinen Mäschchen da drauf. Überall kleine Süßigkeiten noch. Hier auch wieder diese Vogelnester. Genau, voll süß. Und es war so lustig. Am 24., als wir reingekommen sind, war hier vorne eine große, große Ente. Und zwar die Aria hatte da immer diese kleine Quietsche-Ente. Und sie hat sie geliebt, diese kleine Ente. Und sie hat jetzt vom Christkind bekommen eine riesengroße Ente. Und sie wollte sie dann überhaupt nicht mehr aus der Hand geben. Die ist und nur noch damit rumgelaufen. Ja. Und dann hat sie hier... Wo ist sie überhaupt? Warte. Da oben. Da genau. Diese kleine Ente gefunden. Sie hat sie sofort entdeckt. Warte, nimm sie kurz ab. Sieht aber genauso aus wie die zwei. Genau, auch so ein schönes Pink. Und es ist wirklich mega, mega süß. Und die ist dann den ganzen Tag, die war wunschlos glücklich. Und dann hat sie noch eine kleine Puppe gehabt und dann hat sie beide so gehalten wie ihre Babys. Das war irrsinnig süß. Aber ja, genau. Aber möchtest du noch ein bisschen erzählen, wie es für dich so war? Bei mir war auch, ich war nicht so in Weihnachtsstimmung, die ganzen Wochen mit dem Kalender und so. Einmal hat es auch geschneit, da war ich schon ein bisschen so, aber jetzt hat es eigentlich nicht so geschneit und das war auch ein bisschen traurig, weil man keine Schneeballschlacht oder einen Schneemann bauen konnte. Aber das Coole war, wir haben zu Weihnachten Schneebälle bekommen und die fühlen sich so an wie Schnee und damit kann man super lustig eine Schneeballschlacht machen. Wenn du das knetest, das fühlt sich... Oh. Richtig an wie Schnee. Und davon haben wir richtig viele bekommen. Und das macht richtig viel Spaß. Und wir spielen jeden Tag hier so herum im Wohnzimmer. Und wenn kein Schnee da ist, dann kann man ja so spielen. Ups. Da. Zwei, drei, go. Ich hab's. So, super. Gut, jetzt müssen wir noch hier ein bisschen aufräumen. So, passt doch schon. Genau, super. Schmeiß. Genau. Super. Unser Christbaum war heuer ganz in Rot, also in Rottönen und so. Also es sind alles rot und so und auch die Mädchen sind so süß. Und das Coole ist, die Mama oder das Christkind, jeden Morgen, wenn wir dann wieder aufwachen, hängen wieder ein paar Stirnchen drauf oder Süßigkeiten und die essen wir dann immer so und das ist so lecker. Traditionell haben wir eigentlich immer unseren Basic-Schmuck und jedes Jahr kommt ein bisschen was dazu. Vielleicht ein Verwandter schenkt uns was oder wir sind irgendwo auf Reisen und finden, wie zum Beispiel mit der Mona Lisa, finden das und nehmen das mit. Also so kleine Souvenirs. Ja. Und da vorne sitzt auch die kleine Vivian, die hat auch die Aria bekommen zu Weihnachten. Die ist so süß. Wir wissen bis jetzt nicht, was das ganz genau ist, aber es ist irrsinnig süß und die sitzt jetzt auch auf dem Baum. Ja. So, jetzt zeigen wir euch mal, was wir zu Weihnachten 2020 bekommen haben. Möchtest du anfangen? Du kannst beginnen. Ja, okay, gut. Also, als allererstes haben wir alle zusammen bekommen diese coolen Vip-Board. Das Coole ist, man kann hier zum Beispiel im Polster hinlegen. Genau. Und sich dann einfach so das hinlegen. Ist so cool.
Also das macht richtig Spaß, da kann man auch drauf fliegen zum Beispiel. Oder das Coole ist, Fernsehen. Wow. Ihr könnt es auch so, umdrehen. Genau. Und dann hat man einen Tisch. Und man kann es aber auch als Sessel verwenden, wenn man es so umdreht, da kann man auch drauf sitzen. Also das ist wirklich total vielseitig. Man kann es auch als Parcours machen und drüber laufen. Oder wenn wir irgendwann einen Hund haben, können wir mit dem so Parcours üben. Ich habe auch... Mit einer Katze, keine Ahnung. Ich habe es auch nochmal versucht. Ich habe beide hier so hingelegt und habe versucht, da drunter zu gehen. Das funktioniert nicht. Ich habe es nur bis hierher geschafft. Aber wir haben auch schon eine Höhle damit gebaut, das funktioniert auch super. Ja. Und die Aria stellt sich so gerne so drauf. Macht die ganze Zeit so. Ja, stimmt, damit kann man auch das so machen. Man kann auch so hin und her wippen. Also das ist wirklich total cool. Und die sind aus Holz, das heißt, es passiert, also sie halten lange, sind nicht aus Plastik und können brechen oder so. Also es ist wirklich total super. Wir haben die richtig, richtig gerne. Ja. Genau. Und dann haben wir noch was zusammenbekommen, und zwar auf dem Päckchen stand drauf, für alle, die Wintersport lieben, aber daheim bleiben müssen. Und zwar so ein Wahoo-Board. Das ist Platz. Hier sind die cool, machen wir kurz Platz und zeigen das mal. Also es schaut aus wie ein Surfbrett. So. Aber muss noch ein bisschen weiter nach hinten. So, genau. Zeig mal, weil ich hab's auch dran. Also, was legt man da so drauf? Und es ist wie ein Snowboard oder wie ein Surfboard. Und das ist wirklich so cool. Da kann man Balancieren drauf üben. Und der Timmy ist bis jetzt von uns allen noch am besten. Aber wir üben alle jeden Tag. Der Trio steigert sich von Tag zu Tag und ich übe auch. Und ich zum Beispiel, ich habe schon gelernt, hier, warte, wenn man jetzt hier so und dann springt man und dann kann man halt auch noch so weiter. Und was ich auch noch geschafft habe, ich habe ich weiß nicht, ich schaffe das glaube ich wahrscheinlich jetzt nicht, aber ich bin so balanciert und dann habe ich mich so gedreht, dass ich, wartet, so war. Ich hätte es fast geschafft, so, aber ich war so auf dem Holz so und dann konnte man so. Darf ich auch mal probieren? Das will ich auch versuchen, dass ich das lerne. Genau, man kann drauf springen. Also da gibt es auch viele YouTube-Videos, die man sich angucken kann, wo die Leute drauf springen und Tricks drauf machen und Handstände, was weiß ich. Mit Socken geht es ja nicht so gut. Ja, mit Socken ist das extrem. Es hat auch eine echt schöne Farbe. Es ist wirklich schwer mit Socken, aber es macht mega viel Spaß. Die Farbe ist auch voll schön. Und dieses Board, als wir das gesehen haben, also das Christkind, das ist super, diese Website und die Leute, die das machen, weil das ist aus einem ganz nachhaltigen Material. Und mit jedem Board, das man kauft, räumen sie zum Beispiel aus Hawaii oder so Müll aus dem Meer, also Plastik aus dem Meer, fischen sie raus und räumen auf. Und das unterstützen wir wirklich sehr gerne, weil die Umwelt ist uns natürlich auch extrem wichtig und die Natur. Und es ist wirklich, man ist wie auf einem, also wenn man da drauf steht, ist es wirklich, als würdest du surfen oder einfach schweben. Es ist wirklich sehr, sehr cool. So, das waren die Familiengeschenke und wir haben natürlich auch noch eigene Geschenke bekommen. Wir haben zum Beispiel beide solche Ketten bekommen. Schau. Das sind wunderschöne Ketten aus Rose Gold und es ist das universale Kreuz von Jesus. Und das ist wirklich sehr, sehr süß. Es sah auch ein bisschen aus wie eine Blume, auch extrem süß. Und wir haben uns mega gefreut darüber. Und es gibt wirklich sehr, sehr viele. Es gibt Ketten, Ohrringe, Armbänder, wenn man jetzt zum Beispiel nicht so der Kettenträger ist, aber wir persönlich lieben ja Ketten. Ja. Das ist von einer Freundin von meiner Mom, die macht das, das ist irrsinnig süß. Schaut da gerne mal vorbei, weil die Ketten sind wirklich sehr, sehr schön. Ja. Ich habe von der Ilia richtig coole Stifte bekommen. Das sind so, warte, Faber-Castell-Stifte. Und das Coole ist bei denen, schaut, die haben hier diese Punkte, sind so, also sie glitzern so. Und davon habe ich halt ganz viele Farben bekommen. Und das Komische war, was auch echt blöd ist, ein Stift fehlt. Ein rosaner Stift fehlt. Das ist echt blöd. Ja, das war blöd, weil auf dem Bild waren alle da. Wahrscheinlich haben sie es irgendwie... So eine hellrosa gesehen. Fehlt und das ist sie nicht. Also es ist noch so ein bisschen... Aber wenn es sie irgendwo gibt, noch online oder im Geschäft oder so, dann werden wir die auf jeden Fall nachbestellen oder nachkaufen. Auf die Arbeit nämlich vollständige Stifte. Ja. Genau. Danke. Gut, dann mache ich weiter. Ich habe bekommen eine Laptop-Tasche, weil die habe ich mir auch gewünscht, weil ich hatte nur so eine graue von meinem Bruder und ich wollte eine rosa passend zu meinem Laptop. Das ist von derselben Marke wie von meinem Rucksack. Sehr, sehr passend.
und es ist ein irrsinnig schöner Rosaton. Ich mag die Farbe wirklich sehr, sehr gerne. Es ist relativ viel Platz für einen Laptop, also mein Laptop ist relativ klein, so groß. Und da passen auf jeden Fall noch größere Modelle rein. Hinten ist auch noch ein kleines Fach für sein Ladekabel oder für ein anderes Kabel, weil mein Modell ist relativ neu und da braucht man so ein eigenes Kabel für den USB-Anstecker, weil das sonst nicht funktioniert, was sie irgendwie deppert machen, weil da sollten sie vielleicht auch gleich neue USB-Stecker rausbringen. Aber egal, es gibt für alles eine Lösung. Jedenfalls habe ich mich sehr darüber gefreut. Genau. Du bist wieder da. So, weiter geht's. Ich habe den ich mir gewünscht habe, meinen tollen Vlog bekommen. Ich bin so happy darüber. Ich habe auch schon geschaut, so viele Seiten sind da. Und ich habe auch schon was gezeichnet. Das ist das, was ich gezeichnet habe. Ich habe mich irgendwie inspirieren lassen, dass ich Lippen male und der Lipgloss halt ein bisschen zu viel ist und der dann halt so runterrinnt. Und ich werde den ganzen Block damit halt, also nicht nur mit dieser Zeichnung vollmalen, aber auch mit anderen Zeichnungen. Und ja. Das ist sehr praktisch, weil der Block ist relativ stabil, aus sehr stabilem Material. Das heißt, man kann die auch, wenn du dann sagst, so, jetzt ist der voll, ich kaufe einen neuen, kannst du die auch schön schlichten und so nebeneinander oder auf einem Haufen oder in einer Lade. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Ja. Es ist auch ziemlich cool, weil es ist... Getöntes Papier. Ja, es ist besser, Papier. Weil da sieht man auch alle Farben wirklich weiß und so. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, weil ich will ja immer Seifenblasen malen und wenn ich das halt auf weißem Papier male, dann geht das halt nicht so gut. Aber ich glaube, hier sollte das eigentlich gut gehen. So, dann mache ich weiter. Und zwar, wie ich euch schon in unserem Video gesagt habe, was ich mir für Weihnachten wünsche, habe ich meine Stifte bekommen. Über die habe ich mich sehr gefreut. Die habe ich von der Arbin bekommen. Oder auch noch gleich so viele. Ich habe mich irrsinnig gefreut, weil ich fand die mega, mega cool. Man kann damit super Überschriften machen und sich super Sachen markieren, weil es gibt nur die langweiligeren Neonfarben halt. Und das hat man, sind auch so normalere Farben, normales Gelb, Braun gibt es sogar auch. Ja, das fand ich wirklich sehr, sehr cool. Danke. Ich habe diese Box bekommen, die ich unbedingt haben wollte. Leider die Tombow-Stifte sind da ein bisschen locker drin. Das war nicht so toll. Aber ich habe von meinem Bruder, dem Timmy, diese coolen Stifte bekommen. Zeigt euch dann gleich nochmal. Und die passen perfekt rein. Die Tombow-Stifte habe ich auch nochmal so reingegeben. Warte, halt mal ganz kurz. Weil ich habe auch welche, also ich habe auch Tombow-Stifte von der Ilja noch bekommen. Und von meiner Tante und von meiner Oma. Und ich habe eh schon ein paar. Die hier. Zeigt ihr euch, schaut. Das sind auch sehr schöne Farben. Es gibt bei Tombow-Stiften, es gibt riesengroße Packs, aber es gibt auch, aber die sind relativ teuer, aber es gibt auch so einzelne Packs mit verschiedenen Farben und da kann man sich die super kaufen. Und davon habe ich mehrere bekommen, von denen, so viele. Und die der weiße, der ist relativ cool. Der ist erst durchsichtig und wenn du ein bisschen wartest, dann wird der weiß. Und da sind die Tombow-Stifte. Da habe ich auch ganz schöne Farben bekommen. Sehr schön. Ich mag die Tombow-Stifte, weil sie... Wartet, ich lege es da auf den Boden und dann nehme ich einen Stift. So. Ich mag es nämlich, weil die haben so wie ein Pinsel. Da kann man ganz schön... Brush Pens. Kann man halt ganz schöne Schriftarten malen. Die haben eine sehr, sehr dünne Spitze, eine relativ labile. Das heißt, man kann sehr schöne Schriftzüge damit machen. Und es ist wirklich sehr, sehr super, mit denen zu malen. Die haben kräftige, schöne Farben. Und hinten gibt es auch noch eine dünne Seite. Das wird dieses Jahr zu Weihnachten ziemlich passen, weil die Armin hat sich ihre Tombow gewünscht und ich habe mir meine Mindliner gewünscht. Das heißt, wir haben so beide unsere eigenen Stifte, ohne dass es wirklich Streit gibt. Genau. Ja. Super. Ich muss hier ganz kurz... Jetzt hast du da angefangen. So, dann mache ich weiter und zwar mit diesem riesengroßen Gestell, was hier ist. Das ist so ein Gestell, das ist eigentlich, glaube ich, für Schminksachen, aber es gibt es auch für den Schreibtisch. Es ist relativ groß, ich dachte, das ist kleiner, aber ich finde es cool, dass es so groß ist. Und da möchte ich meine ganzen Stifte einordnen, hier auch in die Laden reingeben. Ich stelle mir das ganz cool vor, wenn es funktioniert, ich hoffe, es funktioniert.
Und dann habe ich auch noch von der Arwen diese Stifte bekommen. Dafür passen diese Sarasa, die habe ich mir auch gewünscht, weil ich ja damals in Shanghai welche hatte. Die fand ich wirklich extrem cool. Genau, die möchte ich auch da reingeben, oder auch in meinen Federkanal. Genau, da habe ich zwei verschiedene Packs bekommen. Das Wort habe ich übernommen von Matteo, weil der sagt immer coole Packs und Pokémon und so. Genau. Passend zu von, also ich habe ja von dem Timmy diese Stifte bekommen und da habe ich auch dazu so ein Buch bekommen. Das ist so ein Skizzenbuch und da kann man mit, also es sind schwarze Seiten und da kann man mit den Stiften super malen. Ich habe da auch schon mit einem Stift meinen Namen reingeschrieben. Sehr cool. Das sind ja so Glitzerstifte, Metallic-Stifte. Und die sieht man am besten auf schwarzem Papier, da kommen sie richtig gut raus. Deswegen passt das ziemlich gut, dass der schwarze Block dazu. Und dann habe ich auch noch ein, wartet, so ein Comic-Buch. Comic. So, also ein Comic-Buch zum Lernen. Also ich meine jetzt, da kann man richtig schöne Comics malen. Da steht alles drin, wie man was malen kann und so. Und das ist richtig cool und praktisch. Und dann habe ich noch das andere Buch bekommen. Das ist genau für das. Und zwar, das ist ganz leer. Da kann man halt dann die Comics reinmalen. Da noch etwas, was wir also von den Größeren alle bekommen haben, Timmy, Enias, Aaron und ich, ist eine neue Schreibtischlampe. Die ist wirklich sehr, sehr cool. Die hat verschiedene Lichtstärken, ein kühleres und ein wärmeres Licht. Und sie hat auch noch eine Wireless Charging Station. Das heißt, wenn du da dein Handy drauf legst, dann ladet es. Automatisch und ohne einen Anstecker. Das habe ich mir wirklich sehr gewünscht. Und ich habe sie zum Glück bekommen, weil ich bin viel auf einem Schreibtisch und brauche halt manchmal mein Handy zum Arbeiten und das ist relativ dann schnell leer. Und dann kann ich das da immer super hinlegen und dann lädt das super. Und das Licht ist auch wirklich sehr angenehm, nicht zu extrem, weil da ist eine Platte davor, dass es ein bisschen abgedämpft ist. Und es ist auch extrem beweglich, also man kann es überall hinmachen, wo man will. Ja, jetzt. Aber du bist. Ja. Ich habe auch noch zu Weihnachten bekommen, weil ich ja eigentlich sehr gerne lese, habe ich Lesebücher bekommen. Das ist einmal, wie spricht man das mal aus? Woodwalkers. Und davon habe ich drei Teile bekommen. So sieht das aus. Und das Coole ist, es sind so Augen. Und wisst ihr was irgendwie? Die sehen irgendwie aus. Das ist der Harry, das ist der Ron und das ist die Hermine. Ist irgendwie so ein bisschen wie Harry Potter. Und ich habe ja, weil passend zu Harry Potter, habe ich. Das ist echt schwer. Alle Harry Potter Teile bekommen. So. Da haben unsere Eltern auch dazu gesagt, dass das relativ selten ist. Ja. Und dass man auch wirklich sehr gut aufpassen muss, weil die haben eigentlich schon einen Wert. Und sie haben auch gesagt, das können wir unseren Enkelkindern sogar noch, also ihren Enkelkindern dann sogar noch geben, wenn du das gut behandelst. Und da ganz am Anfang ist noch so eine kleine Hülle. Und da drinnen sind einmal der Harry. Das sind gezeichnete. Der Harry. Dann einmal die Hermine. Ich muss jetzt so zeigen, die geht irgendwie nicht ganz raus. Und dann einmal noch. Ah, jetzt geht sie raus. Und einmal noch der Ron. Und das sind so Aufstellfiguren, die kann man aufstellen. Die ist jetzt rausgegangen. Und die kann man dann überall hinstellen, wo man halt will. Sehr süß. Ist es? Dankeschön. Ich habe auch ein Buch bekommen zu Weihnachten und darüber habe ich mich sehr gefreut, weil manchmal habe ich so Phasen, ich würde extrem, extrem gerne was lesen, aber ich weiß nicht was. Und deswegen freue ich mich über das Buch. Das fange ich jetzt auf jeden Fall in den Ferien noch an. Bin gespannt, wie es ist. Ja genau, darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Ich fange auch mit den Büchern heuer in den Ferien noch an. Genau. Ja. Ich habe so eine Hose wie die Ilia bekommen, halt nur in
Ist das eine andere Gold. Farbe? Ja, nur in einem Gold. Auch so eine wie die Ilia. Und die ist auch sehr cool. Schaut. Ich weiß nicht, was ist das für ein Stoff? Ich weiß es nicht, aber sie ist auf jeden Fall extrem cool. Ja, und glaube ich auch angenehm. Ja, sie ist sehr bequem. Und ich habe auch eine mega coole Polo-Jacke bekommen. Wartet. Das ist die Jacke. Die glitzert so schön, Regenbogen. Diesmal anguckt. Ja. Brauchst du Hilfe? Was? Brauchst du Hilfe? Mir ist die Jacke noch ganz wenig, ein bisschen zu groß, aber ich wachs noch rein. Weil ich mag es eher, wenn die Jacke noch ein bisschen größer ist, weil dann kann ich sie länger tragen. Zum Beispiel jetzt sind meine Schultern noch so breit. Aber ich mag die Jacke voll, sie ist sehr schön. Aber nächstes Jahr wird sie mir wahrscheinlich eh schaffen. Passen. ja. Sehr cool, dann mache ich noch weiter. Die Aaron und ich haben zusammen Justins 2021 bekommen, weil das 2020er hat uns sehr gut gefallen. Und da sind auch wieder super coole Songs dabei, zu denen man super tanzen kann. Wir haben es auch schon ausprobiert, das macht echt Spaß. Ja. Ja. Also dann habe ich noch bekommen etwas, was ich mir jetzt schon echt lang gewünscht habe. Und zwar eine Nintendo Switch im Animal Crossing Design. Darüber habe ich mich extrem gefreut und die Armen auch. Ja. Yeah. Weil das haben wir ehrlich mal eine, die wirklich nur uns gehört, ohne dass wir irgendwie hören müssen, ja, aber teilen und teilen und so. Also natürlich teilen wir sehr gerne, aber meine Brüder können halt noch nicht so gut damit umgehen und sind manchmal ein bisschen ungeschickt. Aber ja, darüber habe ich mich sehr gefreut. Ich habe dazu einfach noch ein bisschen Zubehör bekommen, wie zum Beispiel für meine ganzen Spiele. So ein kleines Teil, wo man die Spiele eben reingeben kann, schön Animal Crossing Design. Das ist genau das, was wir eh gezeigt haben, was wir uns wünschen. Genau, was ich mir gewünscht habe, dann eine mega süße Tasche, die hat ein sehr angenehmes Material und ist auch im Animal Crossing Design. Habe ich mich auch sehr gefreut, wenn man sie aufmacht. Dann hat man hier eben ein Fach für so kleines Zubehör, da sind die ganzen Spiele von mir drinnen, da kommt Animal Crossing rein. Und da ist eben die Switch gleich darunter. Und wir haben auch schon diese... Dann habe ich noch dazu bekommen, diese Teile. Genau, für den Daumen-Ding. Das ist wirklich sehr angenehm mit denen. Ich habe sie auch mal kurz runtergegeben. Es ist schon ein Unterschied, ob sie drauf sind oder nicht. Ich mag es persönlich mit denen drauf mehr. Und da haben wir auch noch ein paar andere Designs von denen, so ein rosa und ein ganz Kies haben wir auch bekommen, dass man es ein bisschen wechseln kann. Fand ich mega, mega süß, genau. Und dann habe ich auch noch was zum Anziehen bekommen, und zwar vom Timmy, dieses mega coole Stranger Things T-Shirt. Ich habe mich über das mega gefreut. Ich finde es wirklich sehr cool, weil es ist ein bisschen größer und es ist halt eben relativ, also es ist sehr retro. Und ich habe auch diese Leggings bekommen, die Ari auch schon gesagt hat, nur in Silber. Die Ari hat übrigens beide Farben bekommen, dass wir so im Partnerlook gehen können, alle zu dritt. Genau. Ich habe auch noch was bekommen, und zwar das hier. Es sieht so von innen aus, es ist ein Tablet. Ihr werdet euch jetzt bestimmt fragen, warum noch ein Tablet? Du hast doch schon eins und so. Ja, weil ich habe ja eigentlich eins und ich habe auch gedacht, das kann ich auch gleich für die Schule verwenden. Aber leider nehmen sie das iPad nicht an und deshalb mussten wir noch eins kaufen. Und deshalb habe ich jetzt das hier. Aber es ist auch irgendwie gut, weil dann habe ich eins für die Schule und eins für mich zu Hause. Fürs Zeichnen. Ja. Und so sieht das aus. Ich habe auch schon eine Hülle. Also erstmal hier was zum Schreiben. Und dann ist hier das Tablet. Warte, hier auch noch ein Stift dazu. Und dann habe ich hier die Hülle, eine Galaxy-Hülle. Und da hinten ist auch noch ein Fach für Ladekabel und so. Aber das habe ich jetzt oben in meinem Zimmer in meiner Schultasche. Ja, wieder, du bist wieder dran. Okay. Ich bin wieder dran, okay. Dann sage ich noch, ich habe noch was zum Anziehen bekommen, was ziemlich, ziemlich cool ist. Da will ich aber jetzt gleich wieder schauen. Und zwar habe ich einen urschönen blauen Mantel bekommen. Er ist irrsinnig flauschig und echt bequem. Und er schaut cool aus. Der ist übrigens von Bershka, für alle, die jetzt fragen. Also ich liebe ihn wirklich, obwohl ich ihn erst seit 24. Dezember habe. Und passend dazu habe ich richtig coole Schuhe bekommen. Achtung, Adia.
Man nennt das so Stiefletten. Ich habe sie noch nicht so oft getragen, deswegen komme ich da nicht so schnell rein. So, jetzt bin ich drinnen. Und so schaut das dann aus mit den Schuhen und dem Mantel. Also ich feiere das richtig. Kleiner Catwalk. Okay, nein, das kann ich noch nicht, das muss ich noch üben. Aber ich habe mich darüber auch mega gefreut, weil meine Eltern mich damit wirklich überrascht haben. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich bin einfach wunschlos glücklich. Ich habe mich wirklich total gefreut. So, lasse ich das gleich an. So, ja, ich habe auch meine Jacke. Ich habe noch sowas bekommen. Also, vielleicht kennt ihr das. Das ist so, wenn es ganz dunkel am Abend oder so, wie als wäre es, also zum Beispiel jetzt ein Nachthimmel, den ihr aufdrehen könnt. Und dann ist da ein Himmel und so. Und das habe ich bekommen. So sieht das aus. Kann man auch so aufmachen. Und dann kann man das hier auch noch aufmachen und so eine Folie reingeben. Da habe ich verschiedene davon. Und dann ist es zum Beispiel so eine Platte. Und das hier geht auch raus. Muss ich jetzt hier da reingeben. Aber ja, so circa ist das. Ida, hilf mir mal kurz hier. Geschenke Weihnachten 2020. Also wir haben wirklich viel mehr bekommen, als das wir uns eigentlich gewünscht haben. Und ich bin auch wirklich mega glücklich darüber. Also zum Beispiel dieser Mantel, den habe ich mir gar nicht gewünscht, aber ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, mehr ohne ihn zu leben. Also das sind so super Sachen, worüber ich mich wirklich extrem gefreut habe. Danke, liebes Christkind, und die ganzen Verwandten, von denen wir auch noch Geschenke bekommen haben. Ja, bei mir war es genauso. Und auch die Jacke, die ist so cool. Die habe ich mir eigentlich gar nicht erwartet, dass ich die bekomme. Und die ist so cool. Also genau, schreibt uns unbedingt, wie euer Weihnachten so war und was ihr so bekommen habt drüber in die Community. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss! Bis zum nächsten Mal! So, ich probiere jetzt nochmal das Board aus, aber mit Schuhen, okay?